Spielzeugdrohnenfilm mit Christian und Paul. So Kinder, ihr wisst ja, was heute auf dem Plan steht, oder? Ja, der Schulausflug in die Kinderklinik. Heute geht's los, Frau Meier. Wann werden wir abgeholt? Jetzt gleich. Michelle kommt vom Stuhl runter. Wir fahren los. Juhu, kommt Nils, Greta und Philipp. Wir fahren los. Ach, guck mal an. Michelle, du bist hier. Ja, und das ist meine Schulklasse. Das sind der Nils, die Greta und der Philipp. Schönen guten Tag. Wir hatten heute eine Führung durch die Kinderklinik. Ah, Sie sind die Schulklasse. Ein Moment. Nina, wo ist denn im Moment der Dr. Jacobi? Der wollte eigentlich die Führung mit der Schulklasse machen. Ein Moment, ich rufe ihn aus. Er ist noch oben in seiner Praxis. Gut, vielen Dank. Dr. Jacobi ist auf dem Weg. Vielen Dank. Dankeschön. Gut, ich muss dann mal weiter. Ich habe noch einen Einsatz. Viel Spaß euch. Dr. Jacobi, bitte zur Eingangshalle. Die Schulklasse für die Führung ist hier. Solange der Herr Doktor hier noch nicht da ist, könnt ihr euch mal noch ein bisschen messen oder auch wiegen, wenn ihr wollt. Ja, das ist eine coole Idee. Komm, Nils, wir messen uns mal. Und Nils, wie groß bin ich? Du bist so groß wie der erste Krokodilzeh. Also das müssten 1,40 Meter sein. Genau, das sind ungefähr 1,40 Meter. Nils, willst du dich auch mal drunter stellen? Ja, Nils, stell dich auch mal drunter. Und wie groß ist der Nils? Der Nils ist 1,36 Meter, also ein bisschen kleiner als du, Michelle. Das stimmt gar nicht. Ich bin einer der Größten in der Klasse. Ich habe keine Lust mehr. Ich will jetzt die Führung machen. Wo ist denn der Doktor? Hallo, liebe Schulklasse. Na, wie geht's euch? Super! Wir wollen aber jetzt die Führung haben. Wir warten hier schon ungefähr 5 Minuten. Oh, das ist natürlich viel zu lange für euch. Na gut, dann fangen wir direkt an. Dann folgt mir mal. Also, die erste Regel ist, sobald ihr eine Frage habt, könnt ihr sie mir natürlich stellen. Wir befinden uns hier im OP. Gibt schon erste Fragen? Ja, Herr Jacobi, für was sind die ganzen Schläuche hier? Ah, sehr gute Frage. Die Schläuche werden meist bei Operationen benutzt. Mit diesen können wir kontrollieren, ob der Patient auch genügend Sauerstoff bekommt und ob sein Herz auch regelmäßig schlägt. Also reine Kontrollinstrumente. Okay, vielen Dank. Gibt es sonst noch Fragen? Nee, erstmal nicht. Super, dann können wir eigentlich auch schon in den ersten Stock gehen. Da wartet das Röntgengerät auf uns. Okay, wer geht voraus? Das mache ich, der Größte zuerst. Nils, du bist nicht der Größte, ich bin die Größte. Nur ruhig, Kinder, dann gehe ich voraus. Alle mir nach. So, Kinder, hier sind wir im ersten Stock und hier haben wir auch schon zwei super Mitarbeiter von uns. Das sind beides Chirurgen. Wir haben mal eine ganz kurze Frage an euch. Könnten wir eventuell mal ganz kurz in den Röntgenraum gehen? Die Schulklasse bekommt gerade eine Führung. Ich will Ihnen die größten Sachen zeigen und Sie können mir dann auch Fragen stellen. Selbstverständlich könnt ihr das machen. Aber wir haben hier auch noch zwei Patienten, also beeilt euch ein bisschen. Okay, aber Sie kennen mich doch. Ich bin Dr. Jacobi, ich regle alles ziemlich schnell. Kinder, hier sind wir im Röntgensaal und das Röntgengerät haben wir ganz neu bekommen. Das ist super genau. Also hier kommen die Patienten meist als erstes hin, wenn es ein Verdacht ist auf eine Oberschenkelfraktur oder eine andere Fraktur, dass vielleicht das ein Knochen gebrochen ist. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Ja, ich hätte eine. Okay, Philipp, und was ist deine Frage? Könnten wir mal dabei sein, wenn jemand geröntgt wird? Das können wir leider nicht machen, weil dann werdet ihr einer gefährlichen Dosis von Strahlung ausgesetzt. Man muss eigentlich immer eine Bleiweste tragen, wenn man hier im Röntgenraum ist. Sonst kann das Ganze ganz schön gefährlich werden. Also Kinder, wenn ihr irgendwann mal geröntgt werdet, achtet darauf, dass ihr immer eine Bleiweste umgehangen bekommt. Das ist ganz wichtig. Okay, dann haben wir heute schon wieder was gelernt. Super. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter in den dritten Stock. Dort ist meine Praxis und ich glaube, euch gefällt sie nicht so gut. Wieso? Was haben Sie denn für eine Praxis? Ich bin Zahnarzt. Oh, ich war erst letztens beim Zahnarzt. Ich will nicht schon wieder hin. Ach, ihr müsst auch nicht zur Kontrolle. Ich zeige euch nur ein paar Geräte und dann gehen wir auch direkt weiter. Okay, dann vorwärts, Herr Dr. Jacobi. Alles klar, Michelle. Oh, hier haben wir auch noch einen Patienten. Das ist der Max. Max, was hast du gemacht, dass du einen Gips am Fuß hast? Ich habe mir beim Fußballspielen wehgetan. Ich bin umgetreten worden und dann bin ich falsch aufgetreten und dann hat's Knacks gemacht. Oh, du Armer. Dann gute Besserung, Max. Von uns allen natürlich. Ja, von uns allen. Okay, Kinder. Dann wollen wir weiter. Ich zeige euch die Zahnarztpraxis. So, Kinder. Hier sind wir in meinem täglichen Arbeitsplatz. Mir gefällt's hier nicht. Ich will hier wieder raus. Ich mag keine Zahnärzte.
Dann scheint mir aber, dass du keinen Zahnarzt hast. Normalerweise braucht man doch gar keine Angst vorm Zahnarzt zu haben. Die geben sich eigentlich immer Mühe, dass man, wenn man kontrolliert wird, keine Schmerzen hat. Mein Zahnarzt macht mir auch keine Schmerzen. Ich weiß gar nicht, wieso du hier raus willst, Michelle. Zahnärzte sind doof. Meiner hat mir letztens einen Zahn gebohrt gehabt. Aber ich glaube, weil ich nicht gründlich die Zähne geputzt habe. Oh, okay. Dann kann ich's verstehen. Habt ihr denn irgendwelche Fragen zu meiner Praxis? Nee, eigentlich kennen wir das ja. Das habe ich mir schon gedacht. Ihr geht ja bestimmt alle regelmäßig zum Zahnarzt. Ja, mindestens jedes Jahr zweimal. Man sollte immer spätestens jedes halbes Jahr gehen. Das macht ihr dann vorbildlich. Sehr gut, Kinder. Ihr seid echt gut informiert. Das hätte ich gar nicht gedacht. Sehr klasse, das freut mich. Wollen wir jetzt in den letzten Stock gehen? Wir müssen uns auch langsam ein bisschen beeilen. Der Bus holt uns gleich schon wieder ab. Okay, das machen wir. Und wie ihr wisst, ist der Dr. Jacobi einer der schnellsten Rundführer. Los geht's! So, Kinder, hier oben sind wir in der letzten Station unserer Klinik. Hier haben wir einen ganz frischen Patienten. Willst du mal sagen, was du gemacht hast? Hi, ich bin letztens aufs Dach geklettert, weil unser Fußball hochgeflogen ist und dann ist die Leiter weggekippt und ich bin nach unten geknallt. Und voll auf den Fuß. Der ist gebrochen. Jetzt muss ich erstmal 6 Wochen den Gips tragen. Gute Besserung. Hoffentlich kriegst du den Gips bald ab. Aber wie ich sehe, liegt da ja noch ein Patient im Bett. Ja, das ist ein Freund von mir, das ist der Linus. Der ist beim Schulsport voll auf die Matte geknallt, aber der schläft im Moment. Also würde ich sagen, wir gehen auch gleich wieder hier raus. Nicht, dass wir ihn noch aufwecken, der hat super Kopfschmerzen. Okay, dann gehen wir ganz schnell hier raus. Okay, Herr Dr. Jacobi? Wie ihr wollt. So, das war's dann soweit mit der Führung. Hat's euch gefallen, Kinder? Ja, das war echt super interessant. Wir haben nämlich auch schon mal den Rettungshubschrauber von euch gesehen und sind sogar mitgeflogen. Und jetzt dürfen wir das ganze Krankenhaus angucken. Vielen Dank. Sehr gerne, Kinder. An die Schulklasse. Der Schulbus ist da, um euch abzuholen. Oh, der Bus ist also schon da. Da nichts wie runter, oder? Okay, Kinder, das war's. Auf zum Schulbus und ab nach Hause.